Ich möchte mich jetzt einmal selbst mit dem Mann auf der Straße identifizieren, den wir vorhin zitiert haben, der da sagte, was habe ich davon? Ich besitze nämlich einen Gegenstand, einen täglichen Gebrauchsgegenstand, der der Weltraumtechnologie seine Entstehung verdankt. Und zwar ist es diese Armbanduhr. Es ist eigentlich seit Robert Heinlein die Unruhe erfunden hat, die erste echte Fortentwicklung des Uhrenprinzips. Diese Uhr funktioniert nämlich mit einer Stimmgabel. Wir wollen sie einmal ganz nah ansehen mit dieser Fernsehkamera hier, damit Sie sie schön groß sehen können. Man kann nämlich auch hineinblicken. Da sehen Sie diese Stimmgabel hier unten. Da sind die beiden Zinken. Und hier oben sind zwei kleine Spulen, die mit einem magnetischen Feld die Stimmgabel immerzu anregen. Die schwingt 360 Mal in der Sekunde. Und die Bewegungen werden dann auf das Uhrwerk übertragen. Achten Sie einmal darauf, wie der Sekundenzeiger völlig gleichmäßig läuft. Eine Uhr mit einer Unruhe hat nämlich eine Sekundenzeigerbewegung, die springt 5 Mal in der Sekunde, während das völlig gleichmäßig läuft. Diese Uhr übrigens, meine Damen und Herren, tickt nicht, sie summt. Man kann dieses Summen der Stimmgabel sehr schön hören, das ist auch ein sehr hübscher Ton, die 360 Hertz. Ich habe ja ein Mikrofon, das vorläufig noch zu ist. Und ich will dann mal die Uhr daran ranhalten, und denn ich kann da nicht sprechen, es würde sonst stören. Achtung. Ich glaube, Sie haben ganz deutlich diesen Summerton gehört. Jetzt, das Mikrofon ist wieder geschlossen, ich kann jetzt wieder sprechen. Diese Uhr übrigens ist außerordentlich genau. Ich habe sie das letzte Mal gestellt, als ich vor einigen Monaten von Amerika zurückkam. Da musste ich das tun, um die Zeitzone zu verstellen. Sonst aber geht diese Uhr in etwa eine Minute in einem halben Jahr nach oder vor. Ist also sehr genau und natürlich auch ein wirklich sehr schönes Spielzeug.